Rügen, die Perle der Ostsee, ist nicht nur die größte Insel Deutschlands, sondern auch die sonnenreichste. Rügen ist eine facettenreiche Insel. 578 Kilometer lange Küstenlandschaft mit beeindruckenden Felsformationen, schilfumsäumten Buchten, traumhaften Sandstränden und unberührten Naturstränden. Mondäne und berühmte Seebäder mit beeindruckender Bäderarchitektur. Malerische Fischerdörfer. Museen, Theater und Sehenswürdigkeiten. Kultur pur. Die schönsten Farben der Natur sind hier zu finden. Auch Sportbegeisterte kommen hier auf ihre Kosten. Kulinarische Genüsse, attraktives Nightlife und kulturelle Highlights. Rügen. Natur, Kultur, Sport, Ruhe oder Strand. Hier wird der Traum vom perfekten Urlaub erfüllt. Kap Arkona, der kaiserliche Marinepeilturm und die beiden Leuchttürme begrüßen die Besucher des Kap Arkonas schon von Weitem. Die 46 Meter hohe Steilküste bietet einen imposanten Anblick. Die ursprünglichen Naturstrände kann man auch zu Pferd erkunden. Das Kap Arkona im Norden der Insel Rügen ist eins der populärsten Ausflugsziele. Ganz in der Nähe, nur wenige hundert Meter Luftlinie vom Kap Arkona entfernt, liegt das Fischerdörfchen Witt. Eine Vielzahl von traditionell redgedeckten Häusern wollen bei einem Bummel durchs Dorf bestaunt werden. In einem der gemütlichen, einladenden Gasthäuser können Sie sich stärken und erholen bei ortstypischen Spezialitäten. Und bevor die Reise weitergeht, schnuppern wir noch einmal Seeluft in der malerischen kleinen Bucht mit ihren Fischerbooten. Trinken noch einen Kaffee und lauschen den Wellen, die sanft über die Steine rollen, und werfen einen letzten Blick zurück auf die Steilküste des Kap Arkonas. Sassnitz. Die Altstadt von Sassnitz ist eine Mischung aus alten, liebevoll restaurierten und teilweise neuen Häusern. Die verschlungenen kleinen Gassen laden zum Bummeln ein. Wunderschöne Villen im Stil der Bäderarchitektur beherrschen das Stadtbild. Schon jetzt wird behauptet, dass die Altstadt von Sassnitz von See aus betrachtet so prächtig erscheint wie Genua. Auch den Hafen von Sassnitz sollte man unbedingt besuchen. Hier gibt es die unverwechselbare Hafenatmosphäre. Hier werden alte Traditionen noch gelebt.
Auch heute noch kann man hier den lokalen Fisch genießen. Und wenn man möchte, kann man den frischen Fang direkt an der Mole begutachten. Kick mal hin. Hier ankert das Museumsboot Havel. Es bietet einen Einblick in die traditionellen Fangmethoden. Fischerromantik, soweit das Auge reicht. Der Hafen von Sassnitz gilt auch als das Tor zu Skandinavien. Von Rügens längster Mole starten Ausflugsschiffe und Fähren in Richtung Schweden. Die Viktoriasicht auf der Halbinsel Jasmund bietet den schönsten Blick auf die berühmten Kreidefelsen. Der bekannteste Felsvorsprung, der Königsstuhl, war bei der Königswahl entscheidend. Der mutigste Bewohner der Insel musste von der Seeseite aus den 119 Meter hohen Felsen ersteigen. Hatte er diese Mutprobe bestanden, durfte er sich auf den Stuhl setzen, der aus Steinen errichtet war und wurde damit zum König bestimmt. Dieser Küstenstreifen inspirierte Caspar David Friedrich zu seinem Gemälde Kreidefelsen auf Rügen. Der Schmachter See. Natur pur genießen, die Seele baumeln lassen. Kraft tanken für den Besuch im mondänen Binz. Prächtige weiße Villen aus der Zeit der Jahrhundertwende prägen das Stadtbild. Binz ist das bekannteste und größte Ostseebad Rügens. Im historischen Ambiente verbindet sich die mondäne Bäderkultur vergangener Tage mit dem modernen, pulsierenden Leben von heute. Binz lädt ein zum Flanieren und Shoppen. In den Abendstunden kann man in geselliger Runde ein frisch gezapftes Störtebäcker genießen oder sich ins Nachtleben stürzen. Ausgelassen feiern und tanzen. Am nächsten Morgen besucht man am besten den Strand mit dem Wahrzeichen von Binz, dem Kurhaus. Hier kann man ausgedehnte Strandspaziergänge machen, oder einfach nur das Meer genießen.
Die Aktiveren betreiben Wassersport. Die anderen schauen ihnen dabei zu. Ein letzter Blick auf Binz mit seinem weitläufigen Strand und auf geht's zum nächsten Ausflugsziel. In unmittelbarer Nähe auf dem Tempelberg, der höchsten Erhebung der Granitz, liegt das Jagdschloss Granitz. Der Mittelturm mit seiner Aussichtsplattform bietet einen beeindruckenden Blick auf das Panorama der Insel, den man so schnell nicht vergisst. Da kommt er, der rasende Roland. Ein Erlebnis für alle Rügenbesucher. Seit mehr als 100 Jahren dampft und schnauft er über die alte Bäderstrecke von Putbus bis Göhren. Die Seebrücke. Das Wahrzeichen des Ostseebades Sellin. Die Seebrücke wurde 1997 aufwendig originalgetreu aufgebaut. An den feinsandigen Stränden der Bäderstädte Sellin, Barbe und Göhren fühlt sich jeder wohl. Ob im kristallklaren Wasser der Ostsee oder im Strandkorb. Der größte Schatz Rügens ist jedoch die Vielseitigkeit der Natur. Die Deutsche Alleenstraße beginnt auf Rügen. Sie führt vorbei an nimmer endenden, gelb leuchtenden Rapsfeldern und verläuft bis zum Bodensee. Ob Kultur oder Natur, hier kommt jeder auf seine Kosten. Der Schlosspark von Putbus. Hier kann man unvergessliche Stunden verbringen. Die ehemalige Residenz des Fürsten Malte zu Putbus erstrahlt heute im alten Glanz. Die Gebäude im klassizistischen Stil gaben Putbus den Beinamen die Weiße Stadt. Kulturinteressierte können im liebevoll restaurierten Theater oder aber beim Sommerfest mit zahlreichen Aufführungen Unterhaltung finden. Ein unbedingtes Muss ist ein Besuch der Störtebeker Festspiele auf der Naturbühne Ralswiek. Klaus Störtebeker ging als Robin Hood des Meeres in die Geschichte ein. Im Jahre 1401 wurden Störtebeker und seine Männer gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Störtebekers letzte Bitte: Man möge ihn als Ersten hinrichten und seine Gefolgsleute sollten neben der Hinrichtungsstätte stehen. Alle Männer, an denen er nach dem Verlust des Kopfes noch vorbeigehen könne, sollten freigelassen werden. Sein Wunsch wurde ihm erfüllt. Nach der Hinrichtung soll er sich tatsächlich aufgerichtet und an 11 seiner Männer vorbeigelaufen sein, bevor er zusammenbrach.
So rettete Störtebeker noch im Tode 11 seiner Männer das Leben. Die Abenteuer des Klaus Störtebeker sind ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt. Rügen ist eine vielseitige Insel und zieht das ganze Jahr über zahlreiche Besucher in ihren Bann. Und vielleicht heißt es ja auch für Sie: Bis bald auf Rügen.